Hallöchen, liebe Freunde, weiter geht's. Wir zocken ein bisschen Banished. Und wir haben momentan so ein Problem. Uns sterben die Leute wie die Fliegen. Ja, also wirklich wie die Fliegen. So eine ganze Generation ist gerade im Begriff auszusterben. Aber gleichermaßen kommen Kinder nach. Das ist jetzt eine demografische Frage. Das heißt, wie viele alte Menschen sterben, wie viele neue Menschen werden geboren. Und wir haben momentan den Stand, dass wir wie so eine Art demografisches Loch haben. Das heißt, dass wir eine Zeit lang gar keine Kinder mehr bekommen hatten in der Siedlung oder ganz, ganz wenig und jetzt sehr stark das wieder ansteigt, aber dieser Trend hier oben, also an Erwachsenen, ist genau rückläufig, ist genau spiegelverkehrt. Das heißt, hier steigt es sehr arg an, wo es hier abfällt und umgedreht, wenn es hier abfällt, steigt es hier wieder an. Ist verrückt, ich weiß, aber wie gesagt, momentan uns sterben die Leute einfach wie die Fliegen. Und wir werden auch da ein bisschen, ich gehe da hauptsächlich jetzt an die Pharma, das ist so mein größter Punkt, wo ich am meisten bewegen kann mit. Und werde da mal ein bisschen Platz machen. Und hoffe einfach mal, dass das hier alles mit dem Sammeln funktioniert und alles auch schnell geht. Und ich denke mal, das wird auch schnell gehen. Aber die wichtigste Prämisse, die es bei uns gibt, bauen, bauen, bauen. Und zwar Häuser. Wir brauchen viele, viele, viele Häuser. Oder im Zweifel irgendwelche Nomaden, die wir aufnehmen. Da schaue ich auch immer mal wieder. Und dann können wir vielleicht, wenn alles gut geht, bald ganz viele neue Bewohner in unserer Stadt begrüßen. Neue Kinder, die quasi geboren werden und die auch hoffentlich bald kommen werden, weil wenn das so weitergeht, haben wir echt bald niemanden, der sie begrüßen könnte mehr. Klingt hart, könnte aber passieren. So, zack, wieder eine neue Reihe gebaut. So, neue Straße. Hier wieder bis zu der Straße hier rüber verbunden. Ja, und auch hier, ihr seht schon, wir brauchen auch mehr Marktleute, denn die kommen mit dem Bedarf, der sich hier aus dieser Riesensiedlung ergibt, kommen die fast nicht klar, ne? Gerade eben waren wir noch bei 100 und schwupps, da kommt mal ein paar Leute und nehmen was mit und jetzt müssen die loslaufen und wieder sammeln. Das ist schon viel, das ist schon echt hart. Und natürlich, wie gesagt, wir sammeln momentan auch ja hauptsächlich darum, um Rohstoffe aufzubauen, damit hier wieder was geht. Und das wird auch jetzt passieren, denn ich erhöhe jetzt mal die Bilder, damit auch einfach schneller was gebaut wird. Und ich denke, das wird hier auch relativ zügig funktionieren. Weil es ist ja jetzt Vorräte sind ja jetzt da. Jetzt schauen wir mal schnell. Ah, mittlerweile wird hier auch gebaut. Und wir haben hier halt gar keine Miner und so weiter, weil wir halt einfach auch gerade einen wahnsinnigen Bevölkerungsengpass haben. Für unsere ganzen Produktionen. Aber selbst trotzdem jetzt, wir bauen ganz, ganz kräftig Werkzeuge auf und das ist natürlich hervorragend. So, dem hier hinten setzen wir aber trotzdem noch einen Holzfäller hin, weil hier ist nämlich gerade keiner. Und trotzdem, wir brauchen mehr Holz. Es hilft ja nichts. Und ihr seht schon, von fast 300, wir haben 70 Leute mittlerweile eingebüßt, trotz dass wir Nomaden annehmen. Das ist schon echt ein Problem und es werden auch immer weniger. Und auch hier, ihr seht schon, ein Schmied ist mittlerweile weniger. Wir haben überall leichte Abstriche, die wir machen müssen. Und das, wenn dann endlich die Kinder wieder nach der Schule quasi hier rauskommen. Und ich glaube auch, die zweite Schule ist auch schon wieder überfüllt. Nee, nicht ganz. Ja, irgendwann müssen wir die dritte auch noch anfangen. Dann geht's weiter. Der Bevölkerungsengpass ist gerade halt echt ärgerlich. Denn, wie gesagt, ich muss ständig nachregeln, damit das uns nicht übermannt. Und deswegen setze ich jetzt mal hier ein paar Leute frei.
Auch wenn das für unsere Nahrungsgewinne jetzt gerade pures Gift ist, müssen wir es trotzdem machen. Ich brauche die freien Arbeiter, um schnellstmöglich Häuser zu bauen. Da möchte ich 10 Stück haben. Und ich hoffe, dass die jetzt langsam anfangen und hier Häuser bauen. Wobei, ich glaube, die laufen alle jetzt momentan so im Sammeln hier rüber. Und da ist nämlich noch sehr viel, die haben noch echt extrem viel vor. Aber 400, oh, das ist ja echt Wahnsinn. Ich erhöhe es nochmal. Warum bauen die denn jetzt nichts mehr? Ist doch alles vorrätig. Mir macht auch gerade ein bisschen der Holzstand hier Sorgen. Normalerweise sollten wir eigentlich mehr Holz aufbauen. Was sagt denn eigentlich unsere Production-Liste? Fuel? Uff. Oh. Jo, das ist natürlich jetzt bitter. Da brauchen wir eindeutig mehr Leute, die Holz hacken. Ja gut, 3 Stück. Schauen wir mal. Oh. Schauen wir mal, was sich hier tut. Habe ich mich jetzt wohl ein bisschen verklickt. Puh, also. Ja, und hier werden zum Glück wieder ein paar Leute berufstätig. Und solange mir die Nahrung ungefähr bei 40.000 hält, bin ich eigentlich zufrieden. Aber wenn es unter 30 fällt, muss ich eingreifen. Dann muss ich irgendwas tun. Weil nicht, dass uns die Jungs hier verhungern. Wo sind denn eigentlich diese 15 Bauarbeiter hingekommen? Ich höre hier was bauen. Das hört sich nach Straße an. 42 Kinder mittlerweile. Ja, okay, dann müssen wir es, dann machen wir das so. Ihr sollt jetzt bauen, das Zeug muss ja irgendwann wieder weg. Die Vorräte wachsen und wachsen und wachsen und das Zeug. Ja gut, wir haben Holz, haben wir aber ohne Ende da, ne? So, jetzt geht hier was voran. Wie gesagt, ich bin ja auf sehr hoher Geschwindigkeit, laufe ich das jetzt momentan. Damit wir einfach über diese Phase mit dieser Bevölkerungsarmut rauskommen. Und das macht das Spiel aber auch irgendwie. Ich habe mich letztens mit einem guten Freund unterhalten und der hat gesagt, das macht doch interessant, ja? Wenn man eben. Ja, wenn man eben Banish spielt. Es ist nicht wie jetzt irgendeine andere Aufbausimulation, ja, dass halt man irgendwann einfach, man baut ein Haus, dann baut man noch ein Haus und wenn man das Haus nochmal gebaut hat, dann baut man ein drittes Haus und irgendwann wird es dann schon. Nein, das ist halt anders. Ihr habt im Banished halt einfach immer wieder andere Probleme, vor die ihr euch stellen müsst. Es ist also, sobald man eine Tür zugemacht hat, geht irgendwo eine neue auf. Und genauso ist es hier in Banished auch. Man hat irgendein Problem gerade gelöst, es läuft super und im nächsten Moment steht die ganze Bevölkerung kurz davor, drauf zu gehen. Ja, das ist, macht die Sache so super interessant. Das macht es auch nicht langweilig. Ich meine, ich spiele das Spiel jetzt wirklich exzessiv. Ich spiele es ja nicht nur im Let's Play, sondern auch noch nebenher. Ja, einfach um ein bisschen was zu testen und auch einfach um eine Siedlung zu bauen. Einfach das mal laufen zu lassen. Ja, schon fast Screensaver-mäßig und halt immer so ein bisschen was klicken. Nebenher ein paar YouTube-Videos gucken. Mache ich ja auch gerne. Und auch Let's Plays gucken, ja. Und ja, das macht es doch einfach lustig. Ich finde das toll. So, jetzt haben wir mal wieder junge Leute, die Häuser haben. Finde ich super. Und da sollte jetzt unsere Bevölkerung sprunghaft wieder ansteigen. Und dann kann ich endlich mal meine Jobs wieder auffüllen. Was ist denn jetzt schon wieder niedrig? Stein ist niedrig und Eisen ist niedrig. Hahaha. So, die Häuser werden gebaut. Jetzt stehen sogar Häuser leer. Ich weiß jetzt nicht, ob dann einfach nur. Ja, nee, da war, ist einfach nur keiner vorbeigekommen in dem Moment. Okay. Und auch die füllen sich ihre Vorräte natürlich, stopfen sich, was sie kriegen können, in die Taschen und laufen nach Hause, um es einzulagern. Hier werden Klamotten hergestellt. Wie gesagt, können wir auch noch mal ein bisschen erhöhen.
auf 650, damit halt da was da ist. Für alle Fälle mal. Okay. Ja. Die ersten Leute erfrieren jetzt schon. Das ist jetzt eher weniger schön. Jetzt bauen wir hier nochmal eine Häuserreihe hin. Ich muss unbedingt was gegen die Bevölkerung einfach, ich muss die Bevölkerung verjüngen, so, das wollte ich eigentlich sagen jetzt. Deswegen bauen wir jetzt hier mal eine neue Reihe hin. Es wird sich irgendwann mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit, wird sich das, was ich jetzt tue, rächen. Garantiert. Das wette ich mit euch, dass ich irgendwann wegen dieser Aktion, die ich jetzt gerade hier tue, weil die Bevölkerung einfach in dieser Geschwindigkeit wächst, dass wir da megamäßig Probleme bekommen. Aber egal, wir brauchen die Bevölkerung und zwar jetzt. Und können wir hier noch irgendwas Sinniges reinbauen, was nicht ganz so blöd ist? Naja, nee, okay, ein Stockpile da reinzusetzen ist jetzt, glaube ich, so nicht unbedingt das Beste. Was könnte man da reinbauen? Nix. Dann lassen wir es frei. So, hier werden. Wie gesagt, es werden Häuser gebaut, überall, an allen Ecken und Enden. Aber es ist doch. Ich finde das irgendwie schön, so dieses Großstadt-Feeling, ja, also in Banished-Zeiten, ja, wenn man in also in der Zeit um Banished rum, ich würde mal sagen, frühes Mittelalter vielleicht. Ja, wenn man dann Siedlungen mit über 200 Leuten gefunden hat, die so aussehen, ich glaube, das war schon fast wie eine Großstadt. Und ja, oder zumindest mehr als ein Dorf, also schon Stadt, ja. Ihr seht schon, eigene Kirche, zwei Marktplätze, also wenn man das nicht als Stadt definiert. Jedenfalls glaube ich, dass solche Bauaufträge, das wird sich irgendwann noch rächen. Einfach irgendwie an der Nahrung oder vielleicht am Feuerholz. Irgendwie kriegen wir da noch eins zurück. Ich kenne doch Banished, ja. So, mit den Woodcuttern müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten, weil da geht es ein bisschen arg langsam voran. Wir könnten jetzt Folgendes tun. Wir könnten jetzt den Baumyogi sagen. Bitte lagert mir mal mehr als 4000 ein. Und zwar, ich möchte, dass ihr 6000 einlagert. Und dann müssen wir aber irgendwo auch denen eine Möglichkeit geben, das irgendwo hinzupacken, wie jetzt hier zum Beispiel. Dann bauen wir hier halt nochmal einen Stockpile hin. Oder zwei. Sollte mir auch recht sein. Das können wir sogar ein bisschen größer noch machen. Und hier könnten wir nochmal eine Storage Barn einbauen. Und zwar zwei gleich nebeneinander. Hauptsache, wir kriegen noch mehr Sachen eingelagert. Denn auch die hier ist rappellvoll. Ihr seht schon, alles davor gelegt. Je mehr, desto besser. Da müssen die Leute halt ein bisschen laufen. Hauptsache, wir haben es irgendwie gelagert bekommen, bevor es kaputt geht. Was wir hergestellt haben, wäre ja schade drum. So, die 10 Bauarbeiter, das passt soweit. Brauchen wir aber eigentlich gerade im Moment gar nicht. Dafür schicken wir jetzt 5 Leute davon in den Steinbruch. Die dürfen wieder im Steinbruch arbeiten, um um Steine zu schlagen. Man merkt schon, es ist sehr spät. Ja, der zieht es wieder für uns, die wir nicht brauchen. Mittlerweile fast 100 Mal Alkohol eingelagert. So, und jetzt schauen wir mal, wie hat sich denn unsere Bevölkerung jetzt entwickelt. Die Kinder, ja, machen schon so ein bisschen einen Sprung. Das ist echt rapide gefallen. Dann mal kurz angestiegen wegen den neuen Zuwanderern, die wir angenommen haben. Und dann wieder gefallen. Mittlerweile soll es eigentlich fast wieder so langsam gehen. Wir müssen jetzt mal kurz gucken, wie ist es mit der Schule. 2 von 3 Lehrern. Das Ding fast voll, das Ding auch gut voll. Ja, passt. Passt eigentlich noch insgesamt. Was hast du für Probleme? Kein Eisen. Ja, das ist blöd. Das ist echt blöd.
Ja, und die machen hier halt alles momentan, aber halt nichts richtig. Ne? Man muss dazu sagen, wir können die Farmer ja auch rausnehmen. Normalerweise sind in diesen Farmen wie viel? 4 Leute drin? 5 vielleicht? Wir haben ja alle auf Maximum gestellt. Also sogar alle ein bisschen leicht überbelegt, damit eben sowas nicht passiert. Hier hinten. Okay, ja. Mein Gott, passt schon. Aber damit beende ich diese Folge und mit der nächsten Folge gehen wir mal hier dieses Bauprojekt ein bisschen mit mehr Druck an, ne? Und bauen das hier fertig, damit wir eben mehr Bevölkerung in unsere kleine Gemeinde bekommen. Aber zwischenzeitlich erhöhe ich mal die Stonecutter auf 10. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Banished hier auf ZwergTube. Ciao!